Da muss man irgendwie Minecraft erstmal neu starten oder irgendwie sowas. Das ist leider, viele Mods sind ja leider auch extrem, extrem buggy. Das stört mich persönlich immer so ein bisschen. So als eingefleischter Programmierer. Ich sehe, es wurde nachgeliefert. Das Wasser. Nein, die Mobs. Oh. Aber es sind gar nicht so viele, ne? Das sieht immer so wenig aus. Aber die irgendwie Endermen, diese kleinen Mini-Endermans, habe ich noch gar nicht gesehen. Vielleicht waren die auch in einem Mob-Pack, das es jetzt gar nicht mehr gibt. Aber man hat auch extrem viele Enderpearls dadurch gekriegt. Ne? Es macht schon Sinn, dass die rauskommen. Was genau machen diese Mini-Endermen denn? Sind das einfach nur kleine, zornige Endermen, die auf einen Genau. zukommen? So wie diese Baby-Zombies? Genau. Oh, plus 1 Knockback, na toll. Ja, das ist natürlich jetzt nicht hilfreich. Scheiß Knockback. Was halte ich denn da in der Hand? Achso, der hat sich auch optisch verändert. Der in Anführungszeichen Haken dieser Mini-Endermans war immer, dass die, wenn sie sterben, nochmal zwei Eltern-Endermans spawnen. Wenn du die aber in so einem Mob-Grinder gekillt hast, war das natürlich keine Strafe, sondern eine Belohnung dafür, weil dann hast du nicht eine, sondern drei Enderperlen gekriegt. Und das, ja. Also wir haben bei uns. Ich muss jetzt nochmal gucken, ob man nicht das große Schwert noch irgendwie bauen kann. Stein. Ich könnte ihn halt jetzt aus Stein bauen, aber den brauchen wir gerade ja für was anderes, ne? Ich finde es übrigens sehr löblich, wie du hier so unglaublich fleißig abarbeitest. Was? Wie? Was? Ja, ich. Ohne Pause arbeitet der gute König hier Ja, natürlich. Ich meine. an der Verbesserung der Lage. Ich baue mir jetzt nochmal so We einen all Einfall. try to be the best we can be. Was? Ja, so das Welchem Verhältnis Film ist das? ja, es ist aus einem dämlichen Lied mit einer lustigen Prinzessin. Achso, eine Prinzessin. So, ja, Peach. Ach, die lustige Prinzessin. Gut, jetzt habe ich ein bisschen Erde und die jage ich jetzt hier wieder durch unser Sieb. Und am Ende mache ich mir Crystal Meth. Was brauche ich für einen Javelin? Das steht leider immer nicht so genau dran. Wie, du machst dir Crystal Meth? Das hat aber gedauert. Muss ich auch erstmal drüber nachdenken. Muss erstmal mental verarbeiten. Ich baue mir jetzt so einen Javelin. Ich brauche jetzt auch nochmal so ein Knife. Das wollte ich sowieso machen. Oh ja. Damit du dich nämlich auch gegen die Horden an Zombies wehren können, die ich gleich auf dich loslasse. Irgendwas, dass ich mich gegen diese Horden an Bäumen wehren kann. So. Und dann bauen wir mal so ein Javeline. Den man. Was ist überhaupt. Was habe ich denn da reingesetzt? Das war doch gar kein. Was habe ich denn jetzt? Was mache ich denn wieder? So ein schräges Ding. Was könnte das sein? Also oben kommt so ein Kopf drauf. Das ist klar. Ah doch, es ist die Tough Rod Pattern, aber die kann man. Braucht man Stein für. Das geht so gar nicht. Das alles mal einschränkt hier. Zertusquarz, Staub, Kann man auch nicht bauen. Bleierz, Golderz. Das wird sich dann wohl alles noch hinziehen. Ich gehe mal drüben wieder, krüge ich drüben wieder metzeln. Ja, mache er dies. Aber ich habe bis jetzt noch keinen von diesen Spoilspecks bekommen. Gut, die waren auch sehr selten, vielleicht kommen die ja alle noch. Da leckt mir wieder der Creeper ins Gesicht. Juhu, ich habe einen neuen Hut. Ich kann mir jetzt ein fliegendes Schwein auf den Kopf setzen. Das freut mich. Ja, wie funktioniert eigentlich das Ganze mit dem Das brauchst du einfach nur als Material für diese Applied Energy Sticks. Das haben wir einfach nur reingebaut, damit du es hast, weil du das sonst nicht hättest. Also diesen Ex Nihilo und Ex nicht Aqui, irgendwie sonst was. Den hat er jetzt auch wieder umbenannt, macht. Der hat ja dieses ganze Sieb und so weiter alles nur eingebaut, damit wir hier eine Mod-Kompatibilität überhaupt haben.
weil du viele Mods gar nicht machen könntest, weil da schlichtes Material für fehlt. Ich habe doch da oben noch ein Enderman. Ich brauche mal Pfeil und Bogen. Das ist auch mal ein bisschen das... Das ist jetzt doof. Du darfst nicht so nah rangehen. Ja. Dann gehe ich mal weg. Jetzt ist doch egal. Jetzt kannst du mal schnell Holz holen gehen. Ich guck da dessen, ich muss hier bleiben, damit nichts Neues spawnt. Jetzt habe ich jetzt 2 Chests in der Tasche. Es reicht. Mit dir kann man auch nirgendwo hingehen, ne? Nein, Entschuldigung. Kein Problem. Bauen wir eben alles wieder neu. Ja. Das war das, was ich vorhin sagte, wenn du zu nah dran gehst, dann besteht in die Luft? Eine realistische Chance, dass alles in die Luft geht. Dass der Creeper dich sieht. Holz ist halt einfach nicht das optimale Material. Ja, es könnte eher aus Stein sein, ne? Ja, Stein wäre da schon besser. Also, ich muss erstmal gucken, dass ich das alles wieder zugebaut kriege hier. So, da war so ein Halbblock. Wie waren das jetzt noch? Aber schön, kommt an. Roms! Und jetzt wissen auch alle, warum ich eigentlich am liebsten hier hinten stehe und Bäume spiele. Sobald du irgendwo ankommst, fliegt alles in die Luft. Bäume explodieren nicht so oft. Aber häufiger, als man denkt. Man denkt ja immer, dass sie nie explodieren. Suicide Shrubs. Es geht ja hier von Natura, also das ist auch so von dem Typen, der Tinkers Mod gemacht hat. Der fügt halt einfach nur so neue Bäume hinzu. Und da gibt es halt tatsächlich im Nether auch explodierende Bäume. So, wie komme ich denn jetzt da hoch? Muss erst mal gucken. Keine weiteren Creeper, Endermans oder anderes Gesocks anwesend. Dann können wir ja... So, hier haben wir alles wieder hingebaut. Das sieht alles safe aus. Diese Lücke hier übrigens, wo man jetzt da hinten wieder diesen König der Verdammnis sehen kann, die hat übrigens auch eine ganz andere Bewandtnis. Dann sehen die Mobs dich nämlich, wenn du angelaufen kommst und rennen runter. Das ist auch so ein Trick. Die ist also nicht nur Deko. Wieso genau ist ein Oak Sapling in der Dropkiste? Das liegt daran, dass ich ein sehr unordentlicher Mensch bin. Na dann. Flupp. Und es ist wieder dunkel. Die ganzen Fackeln hast du auch gesprengt. Die kann man echt nirgends wohin gehen. Ne? Sprengst jede Party. Wo sollten die Fackeln denn hin? Ich habe noch eine. Ich habe die nur zur Deko daran gemacht, damit man sieht, was so passiert in diesem Gerät. Wer gibt mir denn die ganze Zeit Chests? Ist doch bestimmt hier einer von diesen Mod-Leuten wieder. Nochmal kontrollieren. Das sieht aber gut aus. Wer gibt mir denn die ganze Zeit Chests? Oder bist du das etwa? Nein, ich bin's ausnahmsweise mal nicht. Aber ich finde die Aussage schön. Ja, die ganze Zeit kriege ich die hier nachgeliefert. Ich tue den Chest jetzt mal in den Chest, wo die Chests drin sind. Chestception. So, Fackeln, genau. Aluminium, Eisen. Ich hab's auch wieder bei Mars heute hier. Was hab ich denn so viel Holz in der Tasche? Ach, guck mal, hier sind ja noch. Ich baue mir einfach mal neue Fackeln. Ja, ich habe Kohle gemacht. Sehr, sehr gut. Ich kohle nochmal nach. Wir haben übrigens auch ein paar Saplings hier. Könnte mal einer Erde draus machen. Ja, ich bin ja schon dabei. So, ich habe wieder Fackeln. So, du machst jetzt nur Erde oder was genau machst du eigentlich die ganze Zeit? Ich mache hier Erde und siebe das Ganze und zerklopp das Ganze. Ah ja. Wie viel Cobblestone haben wir denn da schon so? Nichts mehr. Wie nichts mehr? Was hast du mit dem ganzen Cobblestone gemacht?
Naja, zerkloppen, zersiebt. Ach so, du meinst, wir haben sehr viele Erze, ja. Ja. Ja, im Prinzip müsstest du mal so ein bisschen Dust nehmen und viel brauchen wir da etwa? Ich sag mal, zwei Dusts hier in diese Wasserbehälter reintun. Dann kommt dann Lehm draus. Dann können wir nämlich schon mal den Crucible bauen, den wir ja später auch noch brauchen, um da können wir ja Cobblestone reinschmeißen, um daraus Lava zu machen. So, wie viel Dust kommt da rein? Ein. So, das ist jetzt einfach direkt Lehm geworden. Kannst du dann direkt rausholen. Das kannst du auch wieder mit dem Hammer zerkleinern. Ich glaube, mit dem Hammer. Probier's mal. Ich habe gerade keinen Hammer. Da wird das mal nachgefüllt. Das automatisieren wir auch noch. So, wenn jetzt die Plattform unter uns verschwindet. Ja, das geht auch. Zumindest alles auf einmal. So. Acht. Genau, sieben Lehm plus Bone Meal. Also plus sieben Bone Meal. Geben Porzellan. Sieben Lehm plus sieben Bone Meal geben Porzellan. Genau. Warte, ich hole nochmal Bone. Hast du noch Bone Meal? Nee. Ich hole mal kurz aus der Kiste. Daran wird es nicht scheitern. Wir haben da noch ein bisschen. So. Genau. Und wenn du die jetzt in einem U-Shape wieder reinsetzt, haben wir ein Unfired Crucible. Und der muss dann sobald wieder frei in diese Furnace rein. Sehr gut. Was das wieder dauert. Das ist also echt, ne? Wer hat denn so viel Zeit? So, dann müssen wir natürlich jetzt sparen, deswegen machen wir das jetzt hier mit Holz, ne? Ich tue mal zwei Holz rein. Bist ja, ach, du hast auch mal vier. Bis erreichen, ne? So, brutzelt jetzt hier einfach durch. Dann wird aus dem Unfired Furnace, ich glaube, heißt er dann Finish oder heißt er einfach Furnace? Crucible. Ich glaube, das ist nur noch Crucible dann. Genau. Und in denen kann man jetzt Wasser einfüllen? Ich glaube nicht. Ich glaube, Wasser geht tatsächlich nicht. Aber wenn du den auf eine Fackel draufstellst, der von unten so ein bisschen beheizt wird, kannst du oben bis zu vier Cobblestone reintun, dann ist dann Lava dann hinter drin. Also jetzt brauchst du das noch nicht machen. Mhm. Oder vielleicht eigentlich gut, wenn man das jetzt schon macht. Warte mal, wo stellen wir das denn hin? Wo stelle ich den jetzt hin? Das ist eine ausgezeichnete Frage. Ich bin dafür, dass wir uns einen Crucible-Raum bauen. Moment, ich produziere das hier mal. So. Da geht der Bucklaffe. Zu schwach, um selbst zu platzieren. So, jetzt kommt, wo kommt jetzt die Fackel hin? Hier kommt die Fackel hin. Und dann The Crucible obendrauf. Ich habe schon das ganze Holz sinnlos verschwendet. Aber wir haben ja noch. Reichlich. Wenn es etwas gibt, das wir haben, ist es Holz. Und alles aus einem Baum! Tja, ne? Ich hatte ja letztes Mal gesagt, hier diese Fäkalien, die man ab und zu mal findet, da wüsste ich nicht, wofür die gut sind. Man kann sie in Bone Meal umwandeln. Was? Das ist tatsächlich der Sinn von den Dingern. Das ist halt dann wirklich Dünger. Da kommt der Crucible jetzt drauf. Huch, ja. Oha, Shift-Taste. Beinahe wäre es abwärts gegangen. Genau, setz da mal irgendwas hin, dass ich den da dran packen kann. So? Nee. So. Genau, und der brutzelt jetzt so vor sich hin. Mit einer Fackel braucht der elendig lange. Also normalerweise würdest du den halt jetzt über Netherrack brennen setzen oder über, was weiß ich, Lava, was man so hat, ne? Mhm. Haben wir natürlich alles nicht da. Das heißt, wir müssen jetzt eine Fackel nehmen. Und der braucht, glaube ich, dann, wie lang war das? Es war jedenfalls elendig lang. Also er braucht elendig lange dafür. Und deswegen lohnt es sich halt, dass du schon mal rechtzeitig welche reintust. Ich glaube, 5 Minuten war das, glaube ich, bei Cobblestone. Da kommt jetzt Cobblestone rein, richtig? Genau.
Also, warum genau wollen wir Lava im Crucible haben? Wollt ihr mir das noch kurz erklären? Lava und Wasser gibt Cobblestone. Das heißt, Lava und Wasser heißt, wir haben einen Cobblestone-Generator. Ah. Brillant. Also muss ich nicht mehr alle 10 Milliarden Bäume hier kreieren. Ja, doch schon. Du kannst ruhig machen. Machst du gut. Sei doch ruhig. Ich gehe mein Schwert benutzen. Das will benutzt werden. Das schreit schon danach. Ich siebe weiter und mache genug Cobblestone. 4 Cobblestone kommen da rein? Genau. Also jeder Cobblestone gibt ein Viertel Bucket. Also 250 MB Millibuckets. Wie sie das hier immer so nett nennen. Diese Namen von den Leuten. Oh, geil. Der hat jetzt Reparatur bekommen. Ich habe jetzt einen Lack. Dagger mit Reparatur. Das ist ja gar nicht mal so schlecht. Da kannst du natürlich Glück haben, wenn du dann so eine Waffe aus so einem richtig teuren Material machst. Die kriegt halt so Reparatur drauf. Macht jetzt nicht viel Schaden. Aber er repariert sich. Repariert sich übrigens auch nur im Sonnenlicht. Das ist... Was? Was, wie? Das ist Moos. Warum repariert er sich nicht nur im Sonnenlicht? Weil das Moos ist. Die Verzauberung heißt Moos. Oh, ich bin tatsächlich mit ganz viel Kohle dahin gelaufen. Das wollte ich gar nicht. Was wir machen können, ist ein Drying Rack. Um darauf? Was? Da können wir Wäsche drauf trocknen. Nein. Da habe ich gerade... Ich habe noch nicht mal Hosen an. Stimmt, jetzt wo du es sagst. Oh Gott, ich muss weg. So. 4 Cobblestone sind drin und in ein paar Millionen Jahren ist hier möglicherweise mal Lava drin. Ach, ah ja, die Zombie-Fleisch-Geschichte. Eine Kiste. Genau, kannst du hier alles aufhängen. Man kann hier auch Äpfel aufhängen. Ich weiß aber nicht, was dabei rauskommt. Das trocknet dann und wird zu essbarem Zeug. Das heißt, sobald du hinten Zombies tötest, deswegen ist halt wirklich dieser Mob-Grinder ist so das Allerwichtigste im ganzen Spiel. Sobald du da hinten die Zombies tötest, hast du auch unendlich Essen. Mhm. Das du zwar auch wieder verbrauchst, aber hey, man hat's ja erstmal. Muss ich aber nochmal durchreparieren. Ich hab schon wieder Zeug in der Tasche. 3 Sekunden steht man neben dir, hat man Zeug in der Tasche. Der brutzelt noch, ja, das zieht sie noch. Das ist das Leben eben in der Nähe von einem König. Schon ein sehr großzügiger Leben. König. Und der König schmeißt wieder mit Geld um sich. Ja. Oder hätte ich ja diese eine Sache gelesen, wo war das? In Tunesien, Korea, irgendwo auf dem asiatischen Kontinent. Ja. Oder was in China? Nee, in China war es, glaube ich, wirklich sogar. Ne? Da ist dann bei den Neujahrsfestivitäten gab es einen riesigen Unfall. Ja. Sind sehr viele Leute gestorben. Als sie die Dollars, die Fake-Dollars von dem Dach geworfen genau, haben. Genau, weil sie Geldscheine irgendwo runtergeschmissen haben. Dann haben die Leute sich gegenseitig tot getrampelt. Mhm. Das gibt einem doch direkt ein gutes Gefühl für die Menschheit, nicht wahr? Ja. Na gut, wenn du nichts hast, ne? Und du hörst, da verschenkt einer Geld. Das nimmst du natürlich schon mal mit, ne? Das ist ja der Endermans. Schade, hart. Das schöne Geräusch. Oh Gott. Oh Gott. Ja. Ist ihm ein Skelett rausgeleckt. Ja, und ich hab ihn jetzt. Den Pikachu. Wunderbar. Zeug rausfällt. Ich glaube, ich muss diesen Pikachu-Hut auch gleich mal aufsetzen. Aha. Ich frage mich, es gibt viele Hüte, wo so ein kleines Männchen auf deinem Kopf sitzt. Warum zur Hölle sollte ich mir ein kleines Männchen auf den Kopf setzen? Das fliegende Schwein ist auch sehr lustig. Manche lieben sowas. Ich weiß nicht. Für Mr. T! Erstmal Mobs töten, das ist immer wichtig. Ich höre Creeper.
Was hältst du von meinem aktuellen Hut? Es ist ein Tyrannosaurus Rex, ja. Dinosaurier. Gut. Gut, ja, das ist eine Möglichkeit. Wenn das dein Lebensstil ist, will ich ihn dir nicht verbieten. Was hältst du hier von? Der ist gut. Mit so Hasenohren.